meine lieben Kreativen. Ja, bevor ich jetzt ins Bett gehe und bevor der Micha dieses Päckchen hier ja, anfängt zu futtern, wollte ich es euch vorher zeigen. Ja, und zwar haben wir nämlich uns dazu entschieden, eine Snackbox zu bestellen. Ja, ist einfach mal auszutesten. Und zwar die Snackbox Vernasche die Welt. Ja, und diese kam an und bis jetzt haben wir zwar schon reingeguckt, aber wir haben davon noch nichts gefuttert. Ja, noch nichts ausprobiert und deswegen wollte ich euch das gerne zeigen. Ja, so, ja, die kommt auf jeden Fall hier in dieser schönen Aufmachung, die Box. Und ich würde sagen, wir machen sie jetzt einfach mal auf und dann zeige ich euch, welches Land wir haben, weil es sind immer verschiedene Länder, die es dann da gibt. Ich muss das mal ganz kurz hier umdrehen. So, genau. Ja, und zwar sieht das Ganze dann so aus. Und da steht auch, dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Ja, wir haben die Box bekommen. Zum Thema Schottland. Ja, es ist eine total süße Aufmachung, wie man sieht. Ne, wir haben so ein kleines Heftchen und hier ist noch eine Postkarte von Schottland. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich süß. Also ich finde das total niedlich. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, also hier sind einige Leckereien drin. Ne? Ja, ich zeige euch aber erst einmal, was wir hier haben. Ja, wie gesagt, wir haben hier so ein kleines Heftchen. Und da steht dann ja, alles Mögliche über Schottland drin. Ne? Zum Beispiel auch die großen Städte, die Hauptstadt, Sprachen und so weiter und so fort. Ne? Dann haben wir hier die besten Sehenswürdigkeiten in Schottland. So ein paar Facts. Und hier haben wir die Produkte, die wir hier haben. Ja, hier ist nochmal alles aufgeführt. Und auch, was ich auch sehr gut finde, auf der nächsten Seite sind die Zutaten drauf. Genau. Ja, finde ich wirklich toll. Und hier steht auch noch was übers Loch Ness. Und ein Quiz ist dabei. Ja, da ist Loch Ness abgebildet. Also ich finde das echt süß gemacht. So, jetzt gucken wir mal, was drin ist in dieser Box. Ja, wie ihr schon sehen könnt, Doritos. Dann, wie heißen die? Wotsits heißen die. Auch in scharf, also es sind beide scharf. Dann haben wir hier dieses Ero, das kennt ihr bestimmt auch, aber das hier ist in Karamell. Ja, da sage ich euch gleich noch mehr zu. Wie gesagt, ich habe hier die Liste, was genau das ist. Dann haben wir hier was von Nestle, ist das Milky Bar, Cookies and Cream. Dann Double Decker. Eine Dose. Bubblegum von Bar. Dann haben wir hier noch so was Kleines. Sherbet Fountain. Gut, da gucken wir auch gleich mal, was das ist. Steht auf jeden Fall drauf Strawberry, das heißt Erdbeer. Ist auf jeden Fall schon mal drin, das ist auch schon mal gut. Dann Toffee Crisp. Und dieses Hopnops. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Wie gesagt, wir haben ja hier die Auflistung. Genau, da haben wir jetzt hier das Hopnops. Da sind 5 Stück drin. Da steht hier knusprige Leckerbissen Haferflocken mit Hopnops Keksstückchen, Sirup und Butter überzogen mit Milchschokolade. Perfekt mit einer Tasse Tee.
Hört sich doch schon mal gut an. Dann machen wir weiter mit den Toffee Crisp. Toffee Crisp, da steht hier zum Verlieben. Köstliches Toffee und knusprige Reiskrispies. Ah. Umhüllt von zarter Milchschokolade. 7-mal echter Genuss. Wow. Hört sich gut an. So, dann machen wir weiter mit Double Decker. Das sind halt alles Süßigkeiten aus Schottland, ne? Also richtig, richtig cool. Da haben wir Double Decker. Kleiner Double Decker, doppelt so lecker. Milchschokolade mit cremiger Nougat-Füllung und crispy Cerealien. Aha. Hört sich interessant an. So, was nehmen wir denn als nächstes? Als nächstes lacht mich hier gerade irgendwie die Dose an. Ja, da haben wir Bar in der Geschmacksrichtung Bubblegum. Da haben wir hier traditionelle Limonade aus Celtic. Blaues Erfrischungsgetränk mit typischem Kaugummi-Geschmack. Aha. Das hört sich echt interessant an, oder was sagt ihr, Leute? So, machen wir weiter mit dem hier, würde ich sagen. Ja, da haben wir Sherbet Fountain Strawberry haben wir. Ja, das gibt es auch noch in Original. Das Original wäre Lakritzgeschmack und das hier ist halt Erdbeere. Und da steht hier drin, das sind Tabs mit Brause zum Dippen. Aha. Also ich lasse es jetzt erstmal noch zu. Wir werden es aber auf jeden Fall festhalten, wenn wir das testen. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich echt gespannt, was das ist. So, machen wir weiter mit Milky Bar Cookies and Cream. Wo haben wir sie? Da oben. Erst knusprig, nee, Quatsch, erst cremig, dann knusprig. Ah, ich lese schon weiter, merkt ihr das? Ja, ich gehöre ins Bett, definitiv, da gehe ich auch gleich hin. Ja, hier steht noch drauf, weiße Schokolade mit schokoladigen Keksstückchen. Sieht aber lecker aus. Dann haben wir Aero. Aero haben wir da stehen. Aero Bubble Karamell. Naschen mit Leichtigkeit. Luftige Schokolade mit Karamell Highlights. Locker flockig. Ja. Cool. Ja, diese Aero Schokoladen, die sind ja sowieso cool. Also die finde ich ja sowieso klasse. So, dann kommen wir weiter zum vorletzten hier. Da haben wir hier einmal diese What's Flaming Hot. Ja, da steht hier ein wahrer Snackheld. Maisflips mit würziger Note, scharfer Knabberspaß. Boah. Ja, die werden wir auf jeden Fall auch testen. Und da werde ich dann berichten. Ja, als letztes haben wir die Doritos mit Flaming Hot Tangy Cheese. Achtung, spicy. Tortilla Chips mit Käse und kräftiger Schärfe. Aha. Ja, wie gesagt, also das hört sich echt alles sehr, 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 sehr gut an. Und wie ich eben gesagt habe, also es ist hier wirklich alles aufgeführt. Ne, jedes kleine bisschen steht hier drin, ne, was halt in der Box drin ist. Und hier sind dann halt die Zutaten, wie ich gesagt habe. Ne? Das finde ich echt cool. Also es ist echt eine coole Sache. Ja. Genau, wie gesagt, ich wollte das gerne jetzt
ja, schnell abdrehen, bevor der Micha auf die Idee kommt. Oh, ich will davon probieren. Ja. Genau. Ja, dann habt ihr das jetzt mal gesehen. Ich denke mal, wenn das gut ist, dann wird da auf jeden Fall nochmal eine Box von kommen. Und dann werde ich euch da auch mitnehmen und diese Box dann für euch aufmachen. Ja, wie gesagt, es ist kein Werbegeschenk, das haben wir selber gekauft. Nee, also aus eigener Tasche. Und ja, wir wollten es einfach mal ausprobieren. Ja, in diesem Sinne sage ich dann schon mal winke, winke, bis zum nächsten Mal. Und wir werden auf jeden Fall die Sachen testen und ich werde gucken, dass wir es hinkriegen, dass wir euch mitnehmen, wenn wir es testen. Genau. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.